Willkommen, meine Lieben, zu meinem Let's Play Imperialism. Die letzte Runde ist sehr gut verlaufen. Ich glaube, das Spiel haben wir jetzt fast schon gewonnen. Hätte ich zwar nicht gedacht. Einige Male hat es so ausgeschaut, als würden wir ziemlich massakriert werden. Aber wir haben jetzt zwei von unseren Mitbewerbern rausgeworfen. Wir schauen uns mal ganz kurz den Status an. Es sind nur noch vier da: Haxaku, Cam und Patagon. Wir haben unseren stärksten industriellen Konkurrenten Deneb rausgeworfen, jetzt gerade. Diplomatisch sind wir natürlich noch immer das Letzte, militärisch ebenfalls, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, weil wir sind jetzt ein echt erfolgreich gewesen in letzter Zeit. Unsere Marine ist mächtig, unsere Handelsmarine. Wir haben die meisten Exporte, unsere Industrie ist übergroß. Wir haben die meisten Arbeitskräfte. Overseas Profits sind wir zwar noch nicht die stärksten, aber ich habe vor, jetzt möglichst alles aufzukaufen, was da von denen fallen gelassen wurde. Interner Transport auch nicht schlecht. Gut. Ja. Soweit so einfach. Machen wir weiter. Ja, ich weiß, da ist eine Flotte. Was soll ich tun? Wir kaufen noch immer alles. Ab der nächsten Runde könnte das problematisch werden. Da gibt es dann die neuen kleinen. Ha! Und wir haben einen patagonischen Ironclad versenkt. Sehr gut. Ja, die haben jetzt langsam Angst, weil sie wissen, dass sie die Nächsten sind, die dran glauben müssen. Wobei das nicht ganz stimmt. Jetzt werden wir uns einmal Deneb einverleiben. Oder alles, was von ihnen übrig geblieben ist. So. Ja, wir haben einen Haufen Konsulate jetzt gebaut. Und als nächstes werden wir einfach überall eine Botschaft reinsetzen, wo wir ein Konsulat haben. Einfach deshalb, weil das ist so billig. Am Anfang habe ich mir gedacht, ich werde mir diese Botschaften nie leisten können, aber mittlerweile habe ich so viel Geld übrig, dass es unglaublich ist. So, Sazi wollen wir möglichst schnell bei uns haben. Okay, wir können ihm noch keine Dings geben. Wir können ihm noch keine Kredite geben. Jo. Ja, ich fürchte, du kannst noch nicht dort rein. Nein. Ich muss noch nicht auf nächste Runde warten. Und wir verbinden jetzt das da und das da. Dann haben wir noch ein paar Möglichkeiten, da durchzuziehen. Du machst derzeit auch nichts. Das werden wir hier lassen.
Und da holen wir uns dieses Gebiet zurück. So, wie schaut es mit euch aus? Seid ihr geheilt? Nein, da fehlt noch was. Definitiv. Wir warten noch. Wie schaut es bei euch aus? Nein, ihr seid auch nicht geheilt. Aber die zwei könnten wir. Ach so, eigentlich nein. Bleib mal hier. Im Hafen, weil derzeit ist eh niemand da draußen. Ah ja, da versuchen sie es wieder. Eine Eierkleid und noch eine Eierkleid. Gut, habe ich da noch irgendein Heer in der Nähe? Nö. Die habe ich jetzt da alle rüber geschickt. Dann schicken wir von hier. Einen Scharfschützen. Eine Guard, nein, zwei Guards. Einen Scout. Einen Kürassier. Ah, zwei Artillerien, aber nicht den General. Und zwar hierher. Normalerweise müsste das ausreichen. Viel mehr können, sehr viel können die dort nicht hinschicken. Ja, ihr bleibt hier. Ja, wir haben jetzt wieder definitiv zu wenig Transportkapazität. Können wir noch so eine Ironclad bauen? Jop. Wir bauen noch eine Ironclad. Waffen haben wir jetzt keine mehr. Gut, das heißt, Truppen haben wir jetzt keine bauen. Da sind wir voll, 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 voll. Können wir vielleicht sogar noch eine Waffe mehr bauen? Nein, brauchen wir keine Waffe mehr. Ich glaube, wir gehen sogar nicht einmal da ganz rauf und auch da nicht ganz rauf. Weil wir wollen diese Leute ja noch ausrüsten, ausbilden. Wenn geht. Geht. Mit Waffen können wir sie eh nicht versorgen, also so gesehen passt das schon so. Dann nehmen wir noch zwei da dazu. Und wir hoffen einfach mal. 48, 24, 24. Okay. Wir kriegen sogar noch um zwei Dosen quasi zu viel Nahrung in die Stadt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Schauen wir mal, ob wir uns auch Schiffe leisten können, noch ein paar. Yep. Vielleicht sollten wir da weniger transportieren und da dafür mehr. Das ist eine gute Idee.
Davon brauchen wir definitiv mehr von diesen Holzdingern. Gut. Zinnlund und Kessel. Da haben wir nur Hurschen. Ortwelt. Vielleicht sollten wir auch wieder Dings kaufen. Können wir uns alles leisten? Ja, schaut so aus. Nein. Stellen wir selber ein. Okay, gut, das wäre nicht notwendig gewesen. Oh, wir haben ja echt viele Kanonen damit. Okay. Na gut, ich glaube, damit kommen wir klar. So, vernichten wir mal dieses Ding. Na hey, da hat jemand was anderes mal abgefahren. Ah, mein Handel mit Twelt. Schau dir was an. So, und dieses Ding haben wir auch erobert. Das haben wir zurückgeschlagen. Perfekt, perfekt. Kann nicht mehr so schlimm sein. Egal was ist. Und Ironclad haben wir auch noch eine. So, aber jetzt, mein Freund, kannst du das machen? Kaufen, 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 kaufen. Yep. So, du hast das verbunden. Jetzt haben wir da. In diesem exurischen Gebiet haben wir das Problem, dass wir da kein Dings haben, dass wir das da selber transportieren müssen. Okay, dann gehst du mal daher und du baust da auch noch sowas her. Du bleibst hier stehen. Schau dir mal dieses Exhurschengebiet an. Gibt es nichts für dich zu machen? Mal zum nächsten. So, was machst du? Ah, du könntest die Farm da besiegen. Und du kümmerst dich um das da. Ihr seid in Kartei, das passt schon. Ihr bleibt da mal sitzen. Gut. Schauen wir mal.
Mit Wodan sind wir ja nicht im Krieg. Mit Kem allerdings. Schauen wir mal, machen wir einen Pakt mit all diesen Dingern da. Und geben wir einen Grants. Vor allem Zazi. Und wo dann? Die beiden kriegen nur 3000. Das muss reichen. Jo. Dann brauche halt da weiter. Gut, das heißt, was ihr macht jetzt, seid ihr irgendwie verletzt? Nö. Okay, dann bleibst du einmal da. Auf jeden Fall mal. Und der Rest von euch. Geht. Gute Frage, was machen wir denn als nächstes? Ja, wir wollen da alles erobern. Hier geht es einfach daher. So, und was ist mit. Oh, nein. Idioten. Was mit euch? Wie geht's euch? Euch geht's gut. Schauen wir mal. Na, wir gehen mit euch einmal darüber. Oder? Nö, das machen wir mit den kleinen Truppen. Wir greifen jetzt Haxako hier an, bevor uns die angreifen mit ihren relativ. Das sind aber viele. 9 Heavy Infant Artillerie und 4 Light Artillerie. Okay. Wir haben da wieder ein bisschen ein Problem hier. Oh Gott. Ach, wie. Die werden wahrscheinlich Chelsea versuchen anzugreifen. Was heißt versuchen? Die werden es einfach angreifen. Sollen wir Chelsea versuchen zu verteidigen? Gute Frage. Wäre schon irgendwie nicht blöd. Das ist eine echt gute Provinz. Die verteidigen, das heißt, wir könnten da ziemlich einfahren, wenn die da wirklich angreifen. Ja, fahren wir mal, Chelsea. Du machst das hier. Wie geht's euch, Sechsen? Ihr drei bleibt da, ihr drei geht in die Dunlapsee. Und ihr kümmert euch noch um euch selbst. So. Jetzt wird es langsam unübersichtlich, aber gut soll sein. Noch mehr von diesem Zeug, das wir heimholen können. Oh, wir haben zu wenig Transportkapazität. Erneut. Erneut. Ach wie. Es ist immer dasselbe.
Es ist immer dasselbe, immer zu wenig Transportkapazität. So, drei Truppen. Und drei neue. Gehen wir dann noch etwas weiter auf. Auch noch eins auf. Gut, hätten wir das. Wir könnten jetzt eigentlich hergehen und schauen, ob uns irgendjemand Eisen verkauft. Weil im Großen und Ganzen alle verkaufen uns am liebsten. Weil im Großen und Ganzen glaube ich mal, dass irgendeiner von den vielen schon Eisen haben wird, oder? Und noch ein paar Flocken. Noch ein paar Handelsflotten. Gut, schauen wir mal, ob sie uns angreifen. Nein, kein Eisen. Wieso bietet uns kein Mensch Eisen an? Nur Pont und Bram hatten Eisen. Echt jetzt? Okay, Teneb ist noch größer geworden. Und wir haben mit den Vieren einen Pakt jetzt ausgezeichnet. Machen wir zuerst einmal das. So, du gehst dann nach Twelt, weil ich habe gesehen, das ist erst auf Stufe 1. Dann haben wir hier drei. Da hier. So. Das ist noch immer eine Ironclad. Das heißt, die bleiben mal da stehen. Haben wir sonst noch etwas, wo jemand anlegen versucht? Nö. Gut. Auch nicht bei meinen Verbündeten? Nein. So, jetzt sind die dran. Dann machen wir nix. Achso, nein, warte mal. Die machen schon was. Die werden Single angreifen. Immerhin sind die auch verbündet mit den Gegnern. Genau. Und da vernichten wir doch einiges an Typen von Haxako. Und so stark können die in Sindel jetzt nicht sein. Wir warten noch auf die Truppen, die daherkommen. Und danach fangen wir an, mit denen da Deneb zu erobern. So, die ist noch immer nicht ganz geheilt. Wir fahren trotzdem da mal rein. So, die werden sich jetzt darum kümmern, dass da ein bisschen weniger Flotten rund um mein Land herumfahren.
Noch ein Stuhl, noch ein Hemd. Noch ein Pferd. Noch keine Eier im Kleid. Oh, 30 Typen, die zusätzlich arbeiten können. Ausgezeichnet. So, Waffen dürften wir jetzt genug haben. Das heißt, wir werden jetzt einmal bei Huischen nachschauen, ob wir da noch ein paar Sachen aufrüsten können. Transportkapazität auch noch rauf. Immer bietet uns keiner Dings an, naja, was soll's. Wir haben gesagt, in Hurschen. Wir mal schauen. Kann man noch zwei aufrüsten. Wie ist das mit Kessel? Okay. Okay, die nicht. Ist okay. Ist okay. Na gut, Herrschaften, an dieser Stelle noch einmal einen wunderschönen guten Abend. Schlaft's gut und träumt was Schönes. Das nächste Mal schauen wir mal, wie weit wir auf dem Kontinent von Ex Deneb und Ex Zim weiterkommen. Bis dann.